Hallo liebe Zuschauer, willkommen zu einem neuen Video. Wundert euch nicht wegen dem eventuellen Hintergrundgeräusch, das liegt daran, dass der PC gerade keinen Grafikkartentreiber hat und die zweite Grafikkarte komplett den Lüfter hochdreht. Ja, ich habe für das heutige Video mir ein Wieselburger Bier geholt, seit 1770, so meine ich es. Ist allerdings 09/2010, also bereits mal nachdenken, 2 Monate abgelaufen. Bin ein echter Pöhl, ich trinke abgelaufenes Bier. Schauen wir mal. Ja. Kann man glaube ich nehmen. Ja, es geht um das. Es geht wieder so ein bisschen in Richtung Beziehungsvideos, Beziehungsthemen. Ja, wie soll ich anfangen? Okay, fangen wir mal mit etwas Einfachem an. Ich habe jetzt ganz junge Zuschauer, mitteljunge Zuschauer, mittelalte Zuschauer und alte Zuschauer, dann haben wir alle durch. Aber halt eine Frage mal in die Runde, könnt ihr mit euren Eltern über so Beziehungsaufklärungsthemen wie auch immer reden oder haben die kein Ohr dafür oder weiß ich nicht, ist euch das zu peinlich mit ihnen darüber zu reden? Das ist mal so meine erste Frage. Meine zweite Frage ist, habe ich das so gut vorbereitet gehabt in meinem Kopf und jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Na gut, also fangen wir so an. Angenommen ihr habt zum Beispiel ein paar, nennen wir es mal Dates mit einer Person, eben jetzt je nachdem, männlich, weiblich, und das geht halt dann so zeitmäßig gesehen vielleicht 3 Wochen und dann eben irgendwann heißt es sowas wie, ach, wir können doch Freunde bleiben oder nein, ich möchte dich nicht mehr treffen, aber wir können doch Freunde bleiben. Ja, also erstens einmal meine Frage, wie steht sie zu solchen Aussagen? Ich würde dann wahrscheinlich laut jetzigem Stand einfach dann antworten, nein, können wir nicht. Zum Beispiel. Ja, oder wenn... Wie soll ich das noch sagen, wenn... Oder eben, zum Beispiel jetzt hieß es eben... der eine sagt eben, wir können noch Freunde bleiben, der andere sagt zum Beispiel, nein, möchte ich nicht, oder ich möchte da lieber dann gar nicht mehr mit dir zu tun haben. Jetzt ist meine Frage, würdet ihr dann später, zum Beispiel ein Jahr später, mit der Person nochmal gemeinsam auf eine Feier gehen, gemeinsam irgendwo spazieren gehen, oder würdet ihr es überhaupt gerne wiedersehen wollen? Oder gar nicht mehr? Oder ist diese Person so interessant wie der Penner von nebenan? Oder Penner aus der U-Bahn? Oder eben habt ihr irgendwann wieder Interesse an dieser Person, beziehungsweise seid ihr eventuell daran interessiert, die Motive der damaligen Entscheidung noch zu erfahren und hier nochmal nachzufragen, sozusagen, warum sollten wir damals nur Freunde bleiben? Oder ja, also wie seht ihr das? Seid ihr mehr so die Typen, die, wenn ihm jetzt der Junge oder das Mädchen sagt, ach, wir können Freunde bleiben, oder nein, ich möchte dich eigentlich nicht mehr sehen, dass sie sofort alle Unterlagen löscht, das Telefonnummer aus Handy rauslöschen, weiß ich nicht, die mich in Notizzetteln wegschmeißen, oder hebt sie das noch auf, in der Hoffnung, vielleicht später nochmal da was machen zu können, ja, wie soll ich sagen. Nein, und dann gibt es halt immer diese Sache, man soll nicht nachlaufen, so. Das ist meine Frage, wie lange ist Nachlaufen? Ist Nachlaufen 3 Tage? Ist Nachlaufen 2 Monate? Weil zum Beispiel es kann sein, dass die Person gerade eine stressige Lebenszeit hat, Prüfungen, was auch immer, Auto wird kaputt, komplettes Chaos im Leben, wie auch immer.
Und dann kann es halt sein, dass sie in der Zeit nicht so interessiert ist wie vielleicht eine Woche später. Aber ist halt wieder die Frage, eben wie lange soll man jetzt nachlaufen, beziehungsweise wie definiert man das? Ja, also das wären eigentlich so meine Fragen. Ja, ich kann hier die Flasche noch in groß herzeigen. Sieht das so aus. Ja, was fällt mir jetzt zum eigentlichen Thema noch ein? Ja, also ich werde die Fragen vielleicht nochmal in die Infobox reinschreiben, dass hier keine verloren geht. Aber das sind also meine Fragen an euch, wie ihr das seht oder sagt, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht gibt es so Jungs oder Mädchen, die halt sagen, ja, wir können Freunde bleiben. Gibt es sicherlich auch solche Situationen. Die Frage ist, ob die eher überwiegen oder eher nicht so überwiegen. Und das würde mich halt jetzt in einer dieser Umfrage interessieren. Ja. Gut. Sonst eigentlich für dieses Video war's das mal. Ja. Na gut, das war's mal mit diesem kurzen Fragevideo. Ja, viel Spaß beim Tippen. Die Infobox ist eröffnet. Ich glaube, 300 Zeichen pro Kommentar kann man machen. Im schlimmsten Fall halt einen zweiten Kommentar schreiben. Und für die ganz Hartnäckigen, schreibt mir halt bitte eine private Nachricht, dass mich hier die Antwort ereilt. Ja, wie gesagt, das für heute war es einmal. Bis bald. Ja, eine schöne Zeit. Pöli out.